Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Café Weingartner zum Gespräch mit Herrn Herbert Martin. Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott. Als die Europäische Union gegründet wurde und aus den Vorgängerorganisationen hervorging oder geschaffen wurde, hat man ja doch diese Europäische Union eine sehr lange Zeit eingeräumt, die sie existieren wird. Und momentan sehen wir natürlich Zerfallsprozesse. Viele Staaten machen Anordnungen, die aus Brüssel kommen, nicht mit, richten sich direkt dagegen, gerade in Fragen der Aufnahme von Flüchtlingen, von sogenannten Flüchtlingen. Ja. Und Herr Martin, wie sehen Sie persönlich die Zukunft der Europäischen Union in allen Facetten, jetzt wirtschaftlich, aber auch überpolitisch? Welche Prognose würden Sie abgeben für die Zukunft der Europäischen Union? Die EU mit Ablaufdatum ist ein ganz interessantes, ganz wichtiges Thema. Die EU war von Beginn eigentlich so aufgesetzt, durch die Wissenden im Völkerbund konstruiert, um hier Deutschland und Frankreich wirtschaftlich auf einen Nenner zu bringen, um Kriege zu vermeiden. Das war das hehre Ziel, die Wirtschaft im Vordergrund, die Politik im Hintergrund zu halten. Das hat sich dann aber plötzlich total gewandelt, auch unter der Hegemoniebestrebung der Amerikaner, auch mit dem Marshallplan, der einfach für Europa noch immer gilt. Europa ist aus diesem Dilemma nie herausgekommen. Amerika bestimmt über Europa. Und zusätzlich kommt erschwerend dazu, dass hier Deutschland noch immer ein besetztes Land ist. Man spricht von einer Vereinbarung bis ins Jahr 2099, wo Deutschland noch immer besetzt ist von Amerika. Amerika zeigt auch Deutschland bei jeder Gelegenheit, dass sie mit ihren Truppenverstärkungen, neue Atomraketen in Deutschland, mit Aufmarschplänen, mit Kommunikationszentrum in Ramstein, mit den Abhörsystemen in Bad Aibling, wo einfach große Gebiete in Europa abgehört werden. Deutschland kann nicht verhandeln über dieses Thema. Deutschland ist ein besetztes Land. Die Frau Merkel ist Handlanger von den Amerikanern und damit beginnt sich jetzt Europa total zu polarisieren. Die einen kommen aus dem Würgegriff der Amerikaner nicht heraus, andere befreien sich sehr radikal und schwenken eher auf diese russische Position über. Die sagen, vielleicht sind wir auf der russischen Reichshälfte, die heute volksorientiert, bevölkerungsorientiert ganz anders tickt als Amerika und hier einfach möglicherweise eine Spaltung von Europa bevorsteht. Das heißt, das heutige Europa wird es nicht sehr lange geben, weil hier einfach Amerika einen Riesendruck macht auf die Länder, die sie jetzt in die Abhängigkeit zwingt. Ob das jetzt Frankreich ist, ob das jetzt Belgien ist, ob das England natürlich ist, als der ehemalige Kolonialherr. Jetzt ist es gerade umgekehrt, jetzt ist England die Kolonie der Amerikaner. Das heißt, hier ist ganz kleine Spaltung zu sehen, einfach in Ost und West. Und damit wird Europa zerbrechen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das erste Land in Europa ausschert und sich von der EU wieder verabschiedet. Und das steht für mein Gefühl unmittelbar bevor.